war dann, es war besser als Risen 2, aber ja. Und Elex, ich lese ja gerade auch, Elex ist Hammer, Elex sieht zu geil aus, finde ich eben auch. Das finde ich eben auch. Also ich will Elex unbedingt spielen, unbedingt. Und ich muss es einfach sagen, ich liebe die Games von Piranha Bytes, auch wenn ich die Gothic-Reihe bis jetzt ausgelassen habe und viele Leute mir deswegen Ketzerei vorwerfen. Bist du am Hochladen? Das Bild bleibt ab und zu minimal stehen. Nee, eigentlich nicht. Findest du die Steuerung bei Elex auch etwas blöd? Ich war relativ schnell drin, tatsächlich. Ich mache mir nur ein bisschen Sorge, weil... Ich mache mir nur ein bisschen Sorge, weil... Warte mal, okay. Vielleicht muss ich die Platte abklemmen. Wegen den Minimalrucklern. Da muss man schauen. Bei mir ist USB leider am Arsch. Ich versuche momentan möglichst nichts direkt über den PC aufzunehmen. Bei HWSQ merkt man es schon ab und zu selten, aber es kommt vor, bleibt das Bild ganz kurz stehen. Das liegt hier alles an USB. Ich nehme auf der USB-Platte auf, dann habe ich hier noch eine USB-Platte rangeklemmt, die Cam ist über USB und hier ist der USB-Controller leider langsam am Arsch und ich kann ihn nicht austauschen. Deswegen, ja, muss ich mal gucken. Der neue Rechner ist aber fast fertig. Er ist fast fertig, Gott sei Dank. Es gibt nur noch eine einzige Sache, die ich klären muss und dann... Ah, Gott sei Dank. So, Elex ist am Anfang echt zäh. Die ersten 5 Stunden fand ich ätzend. Ja, fand ich eigentlich gar nicht. Der Einstieg von Elex soll mühselig sein, aber ich hab's doch angefangen direkt. Also ich hab's am Start ja angefangen, in der Preview und ich fand's eigentlich ganz cool. Deine Stimme knuspert heute wieder. So wirst du heiser. Ja, das kann sein, weil ich halt wirklich die ganze Woche bin ich halt nonstop stundenlang jeden Tag am Aufnehmen und meine Stimme merkt es auch langsam. Ich müsste eigentlich heißen Tee trinken und stattdessen... So. Schlechtes Kampfsystem. Ja, ich glaube, das Kampfsystem haben sie von Risen übernommen, glaube ich, ne? Du musst halt immer nur gucken, wann blocke ich und wann schlage ich. Das ist so einfach, also so war es zumindest bei Risen. Du musst einfach immer blocken und dann immer draufdreschen. Und dann wieder einblocken und dann wieder draufdreschen. Oder vielleicht beiseite rollen und dann von der Seite draufdreschen. Irgendwie sowas. Das geht. So. Elex fühlt sich ein bisschen an wie das, was Gothic 4 hätte werden sollen. Hab bei Elex 26 Stunden viel Spielzeit. Ich feiere das Game so dermaßen. So, Zum Glück hast du keine roten Augen oder so. Erik raucht so. Nein, ich schlafe zu wenig. Die ganzen Donations werden nicht angezeigt. Das kommt alles. Das hat am Anfang immer so ein bisschen Vorlauf hier. Wir haben hier immer so ein bisschen Verspätung in der Anzeige unten, weil hier immer nur eins zur Zeit angezeigt wird. Und hier ist es am Anfang sehr durchgerauscht. Also, wie ich das in den Händen mache, ich komme mir vor wie so eine Flugbegleitung. In den hinteren Gängen bitte im Quadrat aufstellen und dann nach links durchgehen. Bis bei euch jetzt auf der nach rechts. Ist ja spiegelverkehrt. So, Wo findet man dann Equipment für Bild und Ton? Bald eine aktuelle Liste. Jetzt lohnt sich das momentan aktuell nicht. Das Setup, wie ich das jetzt habe, lohnt sich momentan noch nicht. Aber bald gibt es eine aktuelle Liste auf gronk.video. Da ist unten so ein Tab mit Hardware. Da steht bald alles drin. Hoffe ich zumindest. Ich habe auch die Livestream-Liste erweitert. Da fehlten 3 Monate. Und habe die schon mal vorgetragen. Der heutige Livestream steht schon mal per se drin. Und nächste Woche Freitag... Darf man ja sagen, wurde heute angekündigt. Nächste Woche Freitag ist das nächste Community-Event. Was war denn das? Ach ja, genau. Das war so lustig. Wir hatten ja, letzten Freitag war ja das Community-Event für Evil Within 2. Ne? Und da war die Lena da. War das letzten Freitag? Ich habe einfach kein Zeitgefühl mehr. Ich glaube, das war letzten Freitag, ja. Dann habe ich so gelesen, ich lese ab und zu mal, ich mache den Fehler, ich lese Kommentare auf anderen Seiten, auf Spielezeitschriften zum Beispiel, und Kommentare sind natürlich immer AIDS. Meistens, wenn es um Gronkh geht und wenn da noch jemand aus den klassischen Medien dabei ist, Und gerade bei Lena waren die Kommentare ja auch extrem AIDSig, sage ich mal, ne? Auch im Vorfeld so, warum nie? Er hat mit Spielen nichts zu tun, habe ich. So, und das Ding ist einfach, niemand wusste es einfach. Niemand hat interessiert, ob die Frau was mit Spielen zu tun hat, nur weil die singt, verstehst du? Die singt halt beruflich. Und was sie aber in ihrer Freizeit macht, weiß kein Schwanz. Und trotzdem meint jeder mitreden zu machen, so, die ist ganz anders als wir. Das ist einfach ein Mädchen, das Glück hatte damals und dann auch extrem gut singen kann und das extrem ausgebaut hat. Und aber ansonsten einfach ein fucking normales Leben führt. Na gut, so gut es geht, unter den Umständen natürlich normal. Ich weiß nicht, ob die Lena gut über die Straße gehen kann, das weiß ich nicht. Aber sie hat auf jeden Fall extrem gut gespielt und sie hat das Spiel schon vorher gespielt. Und ich bin ganz ehrlich, was ich an diesem Abend mit am besten fand, ich kenne die Frau eigentlich gar nicht. Wir haben uns gut verstanden, hat mich sehr gefreut.
aber wir kennen uns ansonsten natürlich überhaupt nicht. Und was ich den Abend aber wirklich am besten fand, war, sie hat allen Orten extrem Hate gekriegt und wir haben auch vorher noch ein bisschen darüber geredet und ich habe ihr auch gesagt, sie muss das einfach ignorieren und ausblenden, weil das macht dich einfach sonst, daran kann man kaputt gehen einfach als Mensch. Du wirst ja von allen Seiten einfach nur gemobbt und die gleichen Leute, die sich immer aussprechen, ich bin gegen Mobbing, machen alle mit. Und das ist einfach so, ah, also nicht alle, aber halt, ne, ein Großteil, so, immer so, ja, ich bin gegen Mobbing. Ey, du Hure, was macht die da? Weißt du, so, hat alles so ein bisschen Beigeschmäckle. Kröpi, dankeschön. Und deswegen, ich fand's den Abend wirklich, ich fand's sehr, sehr gut, dass den Leuten ordentlich eingeschenkt wurde, dass alle Leute Unrecht behalten haben. Das fand ich sehr gut. Das fand ich toll. So, Herr Currywurst, die Currywürstchen, die Currywürstchen. Persephone, dankeschön. So, ich fand sie anfangs etwas steif. Ja, das war, also ganz ehrlich, sie geht auf die Bühne und singt. Und was wir machen, ist immer freie Impro. Also kann man sagen, jetzt was ich hier mache, ist freie Impro. Was ich im Let's Play mache, ist freie Impro. Und sie kommt halt überhaupt nicht aus dem Bereich. Deswegen hatte sie auch wahnsinnig Schiss, hat sie auch vorher gesagt. Sie hat wahnsinnig Schiss. Sie hat sowas noch nie gemacht vorher. Sie kann mit dem Moderator und so auf Fragen eingehen. Das kann man immer, weil der Moderator durch die Sendung führt. Das haben wir bei uns aber natürlich nicht. Sondern bei uns führt jeder irgendwie durch die Sendung. Jeder irgendwie ein Stück weit. Und deswegen war es für sie natürlich auch was völlig Neues. So, Maylinia, dankeschön. Gut, worauf wollte ich eigentlich hinaus? Ach ja, genau, und jemand schrieb, pass auf, und jemand schrieb dann irgendwie, es ist ja, diese Events sind ja mit Bethesda jetzt mal aktuell, Nexotix, dankeschön, sind ja wirklich darauf ausgelegt, Community-Events zu sein, weil wir auf der Gamescom einfach zu wenig Zeit haben und unter dem Jahr kann man dann quasi noch Zuschauer treffen und so weiter, wird natürlich ausgelöst wegen begrenzten Plätzen, man kann nicht alle hinlassen, weil dann kommt nicht jeder dran, so. Und es sind wirklich Community-Events, wo natürlich Spiele vorgestellt werden. Und es ist keine Presse eingeladen, sondern immer nur jemand aus den, immer nur jemand Bekanntes aus den Medien. Das war's, eine Person. Und dann stand da einfach, ja, Gronkh, diese Medien, nee, seit wann ist Gronkh so eine Medienhure geworden? War er das nicht schon immer, war die Antwort darauf. Wir machen Events für die Community, wo wir ein Spiel vorstellen. Und es kommt jemand aus den Medien, aber ohne Presse. Also, neben Frauenhasser, nee, Kinderschläger ist ja Funk, verdammt. Neben Frauenhasser und Schwulenfeind, nee, Schwulenhasser und Frauenfeind, genau. Bin ich jetzt auch noch Medienhure. Geldgeil, Klickgeil, Medienhure, Schwulenhasser und Frauenfeind. Ich sollte mir eine Vita machen. Ich sollte mir eine Vita langsam machen für meinen Lebenslauf. Britt Quicks, dankeschön. Es ist einfach ein Träumchen. Ach ja. Ach ja, ach ja. Es ist einfach, ja. Und ganz ehrlich, ich sag ungefähr alle Interviews ab. Ich habe jeden Tag mehrere Interviewanfragen, ist kein Witz. Und ich sag fast alles ab. Wirklich fast alles. Das letzte Interview, was ich, glaube ich, gegeben habe, war mit dem Spiegel zu Friendly Fire 2. Ist ein Jahr her. Ich gebe ansonsten, oder habe ich eins vergessen? Ich weiß es nicht, aber ich gebe ansonsten keine Interviews. Ich habe nichts mit den neuen Medien zu tun. Ich werde immer mal wieder erwähnt, wenn es sich lohnt, irgendwas auszuschlachten. Aber das war's. Also, ich bin so eine Medienhure, Alter. Ich will nur im Keller sitzen und Spiele spielen. Ach ja, es ist schön. Du kannst immer noch der Kinderschläger aus der Nähe von Köln sein. Nein, der Kinderschläger ist Funk. Wir müssen uns da ergänzen. Wir müssen also eine Agentur machen. Ha. Ach ja. Ach ja, und Sargnagel. Ich bin auch der Sargnagel der Spielindustrie. Stimmt. Wobei ich da zu dem Thema so ein bisschen... zu dem Thema wollte ich ein... Ich wollte mit dem Jo, wollte ich langsamer... Weil jetzt die beste Zeit ist, während 7 Let's Plays laufen, ist jetzt die beste Zeit. Ich wollte mit dem Jo die Podcasts ausprobieren. Ich wollte erstmal einen Start-Podcast machen, wo wir uns ein bisschen vorstellen, wo wir vielleicht darüber reden, was wir machen wollen und in welche Richtung das ungefähr geht. Ob die Richtung fest ist, weiß natürlich noch keiner. Wie sich es entwickelt, weiß auch noch keiner. Entschuldigung. Das wäre aber ein Thema davon, dieses Sargnagel-Ding, weil das jetzt wieder aufkam, ob Streams und Let's Plays Singleplayer-Spiele killen. Ich finde das Thema auch mega interessant und ich muss zugeben, zum Teil gebe ich dem Ganzen heutzutage auch recht. Muss ich machen, habe ich auch schon mehrfach im Stream, glaube ich, erwähnt. Aber du hast schlechtes Vorbild von Promiflash vergessen. Ach ja, genau, ich bin auch noch Flucher, aber so. Jedenfalls, Full Stack. Alter, 4MAV, hör auf, so zu übertreiben! Das war 4MAV! Mann, hör auf, so zu übertreiben! Wie stehe ich denn jetzt da? Wie stehe ich denn jetzt da, Drake? Dankeschön. Mann, 4MAV, hör auf damit! Das ist nicht das erste Mal! Das ist nicht das erste Mal!
Dankeschön. Angeblich ziehst du den Kindern das Geld aus der Tasche. Ja, ich glaube, vor IMA hat das bestimmt seinen Eltern geklaut. So. Oder mache ich das mit kostenlosen Videos? Ich weiß es nicht. Ja, auf jeden Fall, vor IMA, vielen, vielen Dank. Ja, schön, dass ich gerade beim Thema Patreon landen wollte. Passenderweise dazu, schön. Koordinator.de, dankeschön, auch dir. Ja, also Patreon, ich wollte noch ganz kurz auf Patreon eingehen und den Retro-Channel und Pipapo, weil das Ganze ja ein bisschen eingeschlafen ist wegen Gronktober. Es ist aber gar nicht eingeschlafen. Es ist nicht eingeschlafen. Ich musste nur ganz viel aufnehmen. Und jetzt habe ich einfach parallel noch was für den Retro-Channel gemacht. Ich hoffe, man merkt nicht, dass ich allzu müde bin. Ich habe nämlich... Irgendwas hatte ich nicht gefunden. So. Dragon Killer, dankeschön, Dragon Killer. Und was wollte ich noch sagen? Ach ja, und genau. Und bei Patreon... Wir wollten einfach die Podcasts dann auch noch darüber machen. Also einfach so ein paar Sachen einfach anbieten, dass das mit über Patreon läuft, dass wir so ein paar Sachen einfach, naja, einfach nur zusätzlich mit raushauen, die über Patreon laufen. Zum Beispiel der Gronkh TV-Stream, der Server Pipapo und die ganzen Geschichten lassen wir auch alles unter Patreon laufen, Pipapo, damit wir so ein bisschen was anbieten können auf jeden Fall. The Virus, dankeschön! Und ich freue mich übrigens, sehr, dass der Gronkh TV-Channel so gut funktioniert und immer noch läuft. Ganz, ganz lieben Dank an den Tiroler, der sich immer darum kümmert, dass da wieder was Neues nachgeschoben wird. Das finde ich auch sehr toll. Ich gucke auch ab und zu mal rein, aber ich bin ganz ehrlich, ich gucke mir die Videos selten an, weil ich mich selber nicht so... Ich bin nicht mein größter Fan. Aber ich gucke dann immer so ein bisschen in den Chat mit rein. Da kam neulich Abenteuer auf dem Reiterhof, da habe ich mich sehr gefreut. Vor allen Dingen freue ich mich, dass man da auch wieder Let's Plays sieht, die man sonst nicht unbedingt mehr findet auf dem Channel. Und Leute kennen diese Let's Plays teilweise gar nicht. Die wussten gar nicht, dass die überhaupt existieren, weil wenn du auf YouTube, also ich meine, es wird halt unübersichtlich ab irgendeinem Punkt. Du kannst halt so und so viele Videos machen, aber irgendwann wird es unübersichtlich und der alte Shit wird einfach nicht mehr gefunden. Ja.